Die Eilenriede Hannovers wird künftig noch mehr Fahrradfahrer beherbergen. In erster Linie Mountainbiker, denn in nur 2 Wochen wurde ein Parcours für die Radler gebaut. 10.000 Euro hat die Stadt Hannover dafür ausgegeben und so befindet sich jetzt inmitten von Hannovers Stadtwald eine Hügellandschaft mit Kurven und Wellen. Nachdem die Mountainbiker früher oft illegale, selbstgebaute Strecken genutzt haben, kam man nun zu einer Einigung. Mit anpacken heißt es für alle engagierten Mountainbike-Interessierte. Seit Mitte März ist der neue Mountainbike-Parcours in der südlichen Eilenriede im Bau und wird voraussichtlich Ende April fertiggestellt. Ende Februar hat die Stadt Hannover hierfür einen Planungsworkshop für alle Interessenten veranstaltet, bei dem die Beteiligten für die rund 2000 Quadratmeter große Fläche einen 250 Meter langen Mountainbike-Parcours entworfen haben. Wir haben in 2013 einen Ratsauftrag erhalten zur Suche eines Mountainbike-Standortes. Dem sind wir nachgekommen und haben mit dem Fachbereich Jugend und Familie zusammen Kontakt zu Mountainbikern hergestellt und haben in einer Gruppe von ca. 10 bis 15 Mountainbikern zunächst einmal eine Standortsuche betrieben. Und darüber ist dieser Standort mit ausgewählt worden und auch mit erster Priorität versehen worden. Mit Schubkarre und Schaufel legen die Mountainbiker selbst Hand an, um den Parcours so zu bearbeiten, dass er optimal befahrbar wird. Hierzu erhält die vom Ausbildungsbetrieb der Stadt Hannover vorbereitete Strecke ihren letzten Schliff und wird so den Vorstellungen der zukünftigen Nutzer angepasst. Bedenken gegenüber dem Projekt in der Eilenriede kommt hingegen nur von einer Seite. Widerstände oder auch, ich sag mal, andere Meinung ist insbesondere aus den Naturschutzverbänden artikuliert worden. All die, weil das ja jetzt hier Wald ist, Eilenriede ist und die Waldnutzung im Grunde jetzt etwas zurückgetreten ist. Bei der Planung der Strecke wurde vor allem darauf geachtet, dass sie von jedermann befahren werden kann. Sowohl für anspruchsvolle Mountainbiker als auch für Anfänger im Kindesalter bietet der Parcours passende Streckenverläufe. Wir haben eine extra kleine Strecke noch gebaut für Lauflernräder und sowas, dass die kleinen, ganz jungen Kinder da auch üben können. Und die große Strecke ist für jeden geeignet. Also da kann vom Anfänger bis zum Profi jeder drauf fahren und jeder drauf Spaß haben. Durch den Rundkurs aus Erdhügeln und Wellen mit ihren Kurvenverläufen soll sich die neue Strecke künftig zu einem Treffpunkt für interessierte Mountainbiker entwickeln.